8.39 Uhr. Hallo, wir sind's, die Morgenshow 4 beginnt. Und jetzt haben wir Martin Stricker aus Twistringen am Telefon. Wir wissen nicht mehr, wer Martin ist. Der hatte uns Ende letzten Jahres eine Mail geschrieben. Ich habe mit dem Rauchen aufgehört. Es ist nicht so einfach. Ich reiß gleich die Auslegware aus meiner Bude. Ist jetzt schon ein bisschen her. Ab und zu telefonieren wir mit Martin und fragen mal nach, wie es geht. Moin, Martin. Ja, schönen guten Morgen. Ja, wie geht's denn? Psychisch geht's mir ganz gut. Und sonst? Ich spüre ein Aber. Ja, das spüre ich aber auch. Lass mich raten, ja. um den Hüftbereich geht's dir ein bisschen schlechter. Etwas schlechter, ja. Also meine Hosengröße hat sich ein bisschen geändert. Ich muss jetzt Hosengröße 36 oben rumtragen. Und vorher hattest du? 34. Oh, das geht doch noch. Wir müssen das sowieso erstmal aufdröseln. Du bist einmal schwach geworden. Du hast ein einziges Mal eine Zigarette geraucht, nachdem du dich entschieden hattest, nach über 30 Jahren Rauchen nicht mehr zu rauchen. Ja. Gab es große Enttäuschung im Bremen-Vierland, denn du standst ja so ein bisschen als das Symbol für alle anderen Menschen, die mit dem Jahreswechsel mit dem Rauchen aufhören wollten? Gut, aber das ist überstanden. Aber du hast dich wieder gefangen und hast danach keine einzige Zigarette geraucht. Nein. Ehrlich nicht? Nein, ehrlich nicht. Ehrlich nicht. Und du warst ja ein Hardcore-Raucher, denn so 30, 40 Zigaretten am Tag. Oh ja. Wohl wahr. Fällt dir das denn jetzt noch schwer nach gut 3 Monaten? Also musst du noch andauernd gegen diesen Wunsch, rauchen zu wollen, ankämpfen? Eigentlich nicht mehr, nö. Also das läuft ganz gut. Ich bin sehr stolz auf mich. Was sind die Momente, wo du denkst, jetzt habe ich eigentlich früher geraucht? Ja, morgens so zum Kaffee, nicht? Oder halt in Gesellschaft, wenn man Fußball guckt oder so, zusammensitzt. Was machst du dann jetzt? Anstatt? Dumm aus der Wäsche gucken. Auch gut. Aus der etwas größeren Wäsche, aber meine Güte, Hosengröße 34, das ist jetzt ja noch nicht so, dass man die Hände über dem Kopf zusammenschlägt und sagt, Jetzt habe ich ja 36, so. Oder? Lieber gesund und ein paar Kilo mehr als schlank und Raucher? Ja, aber die Proportionen, die stimmen nicht. Mit dem Gewicht an und für sich bin ich eigentlich so zufrieden. Ich bin ja nicht fett. Mhm. Aber halt die Kugel, die stört. Ja, aber dagegen könntest du ja dann auch noch so ein bisschen Sportprogramm machen, ein bisschen laufen, ein bisschen gucken, ein bisschen Sportstudio. Hast du ja noch selber in der Hand. Sportstudio gucke ich ja auch. Ja, siehst du, das muss auch erstmal helfen. Meine Güte, der Körper, das pendelt sich auch alles wieder ein. Es ist ja tatsächlich nachgewiesen, dass man als Nichtraucher rund 200 Kilokalorien am Tag wohl weniger verbrennt. Und dazu kommt natürlich noch dieser Wunsch, sich irgendwas in den Mund zu stecken. Und deswegen isst man ja häufig ein bisschen mehr, wenn man aufhört zu rauchen. Ich glaube, das kannst du aussitzen, Martin. Ich habe das über die Osterfeiertage auch gut im Griff gehabt. Also ich habe komplett auf Schokolade verzichtet. Hab dann nur Mandarinen und Bananen und sowas zu mir genommen. Ja. Mhm. So als Süßigkeitenersatz. Also das, ich hoffe, das bringt was. Und sonst schnacken wir einfach nächstes Jahr immer mal wieder in Abständen mit dir, wie du abnimmst. Dann werden wir gesehen, abnehmen mit Martin. Aber weiterhin halt durch, wir stehen alle hinter dir toll. Und freuen uns, dass du noch nicht wieder rückfällig bist. Wir sind wirklich sehr beeindruckt. Das ist ja wirklich nicht so leicht, das zu schaffen. Zu Recht, Martin. Ich bin auch sehr stolz auf mich, ja. Und stolz in Hosengröße 36 sieht auch viel besser aus. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal, mein Lieber. Ja, vielen Dank. Tschüss, hier ist Bremen 4, 8 Uhr und gleich 43 Minuten in der Morgenshow 4 beginnt mit Licky Lee und I Follow Rivers.